überleite ich eigentlich zu meiner Frage, die mich immer sehr brennend interessiert. Wie habt ihr eure Sammlung geordnet? Da gibt es ja verschiedene Prinzipien nach Jahr, nach Labels. Und da würde mich sehr interessieren, wie ihr fünf auch gerne das gemacht habt bei euch. So. Ja, fange ich mal wieder an. Also ich kenne auch Leute, die sagen, ja klar, alphabetisch ist ja völlig logisch, wo ich mir denke, das ist überhaupt nicht logisch. Weil dann stehen Sachen auf einmal nebeneinander, die einfach überhaupt nicht zusammengehören. Für mich hat das eher so ein Genre-Charakter. Also, was weiß ich, wo De La Soul ist, ist Tribe Called Quest nicht weit. Und wo Tribe Called Quest ist, da ist auch irgendwann Queen Latifah. Wo Hausplatten sind, sind halt Hausplatten. Da gibt es aber, ja, und wo West Coast, East Coast. Ich unterteile das für mich, wie ich fühle, was zusammengehört. So. Macht für mich am meisten Sinn. So finde ich es auch wieder. Also, alphabetisch macht überhaupt keinen Sinn. Das machst du einmal und dann nie wieder. Oder wahrscheinlich kommt man auch noch nicht zum Ende. Ich habe eher so das chaotische System, aber würde mich auch beim Jens anschließen nach Genre. Genre, so irgendwie was zusammenpasst, hier so die Noise-Platten, da so Elektronik, da irgendwie Sachen, die man mal verkaufen möchte. Und die man am geilsten findet, am weitesten nach vorne. Ja, und dann habe ich halt noch ein Fach so mit Alben, die ich dann halt auch schön dann halt einfach durchhören möchte. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Aber auf Gottes Willen nicht alphabetisch. Also ich habe aus Versehen sehr viele Alben doppelt gekauft und Maxis. Und danach habe ich mir mein System nochmal neu ausgefuchst. Es ist alphabetisch, größtenteils. Allerdings mit der Einschränkung nach Genre und gewaschen oder ungewaschen. Ich habe mir mittlerweile so eine Schallplatten-Waschmaschinen-Moppet, das Ding ist so laut wie ein Staubsauger, gegönnt. Weil ich halt auch viel digitalisiere. Das heißt, ich versuche, wenn es geht, die Scheibe immer noch im Original zu haben und sie dann aufzunehmen und liebevoll das Knistern beizubehalten und ein paar Sachen wegzuschneiden, und dann halt lege ich das im Club auf. Aber das dauert sehr lange, weil das kann man ja nicht vorspulen und manchmal muss man auch Zeit dafür haben. Deswegen gibt es noch eine dritte Kategorie, das ist der Haufen, der auf dem Boden liegt, definitiv. Der muss noch. Ich habe auf jeden Fall alles in Kisten und alphabetisch sortiert. Natürlich. Ich hatte es mal nach Genre sortiert, aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, komm, das ist 90% Hip-Hop. Ja, okay. Dann kannst du auch einfach alles nach Alphabet sortieren. Machen wir es einfach. Ich wollte gerade schon so ein Wow reinrauen, aber dann hast du es ja selbst relativiert. Ich habe auch drei Funkplatten und 1000 ja, Songs auf hast du die meinem auch alphabetisch? Computer. Ich hoffe, die du so heute machst du was alphabetisch. Also ich habe es nach Genre sortiert und nach Einsatzzweck. Also was halt gerade irgendwie zum Beispiel in meinen Radiosendungen läuft, da habe ich so eine Extra-Sektion für in den Regalen. So, das ziehe ich dann immer so raus, sortiere das dann dahin und dann bleibt das da in der Rotation fürs Radio. Oder halt für bestimmte Clubs, das weiß ich irgendwie, das geht jetzt hier gut auf meiner Drum and Bass Veranstaltung auf Herr Walter oder so. Ne? Ansonsten aber nach Genres.